Hi Fans, es ist Easy. Ich bin's wieder, der Turbo-Reni, mit einem weiteren Video von der Turbo-Sounds-App. Am Anfang wieder der Hinweis, bei YouTube einfach unten unter dem Video ist so ein Knopf, da steht Abonnieren. Wenn du da drauf drückst, dann kriegst du immer eine Nachricht, sobald es ein weiteres Video von mir oder von der Turbo-Sounds-App gibt. Das ist natürlich kostenlos. Okay, wir machen weiter mit der Turbo-Sounds-App im Style Arranger. Das ist jetzt das letzte Video dazu. Wir haben ja durchgegangen beim Style Arranger, wo du einen Style bekommst, wie du den Style runterlädst, wie du den in die Turbo-Sounds-App reinladen kannst, wie du die Instrumente, Lautstärke, Spuren alles einstellen kannst und wie du das mit einer Text- oder Noten-App verknüpfen kannst. Und heute oder jetzt zeige ich dir einfach mal, wie das dann, was das Endziel ist, sodass du beim Spielen vollkommen entlastet bist und dich voll und ganz auf dein Publikum oder auf deine Musik konzentrieren kannst. In diesem Video habe ich jetzt mein iPad hergenommen, dass du siehst, wie das wirklich auch im Live-Zustand dann ist. Kann sein, dass das ein bisschen trüb ist oder ein bisschen spiegelt, weil ich es eben hier nur mein iPhone aufnehme. Aber ich möchte einfach, dass du das siehst, wie das wirklich dann auf dem iPad aussieht. Und das ist ein normales iPad mit 10,2 Zoll. Es gibt ja auch die Pro-Version vom iPad, die ist dann noch größer. Musst du selber entscheiden, ist vielleicht für manche, die mit Noten spielen, interessant. Für meinen Geschmack reicht die normale Größe aus. So, wir haben jetzt hier die TurboSounds App geöffnet und jetzt machen wir dazu auf die Text- oder Noten-App. Ich habe ja gesagt, entweder OnSong oder Songbook, das ist egal. In diesem Fall zeige ich dir das mit der Songbook-App. Dazu einfach auf das Icon tippen, mit dem Finger drauf bleiben, dann das nach links ziehen und hier dann auslassen. Dann wird das geteilt, also das ist jetzt alles auf einem iPad, hast du zwei Apps geöffnet, das ist einmal die Songbook App und einmal die Turbo Sounds App. Jetzt kannst du den Bildschirm natürlich auch noch anders teilen, du kannst jetzt hier, ist da so ein Strich in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das sieht, der kleine graue, da kannst du das anfassen und kannst das jetzt ein Drittel und zwei Drittel machen oder eben halb halb oder eben auch so rüber, dass du zwei Drittel für den Text oder für die Noten hast und ein Drittel für die Turbo Sounds App. Ich verwende das so, weil da habe ich hier einen Text relativ groß und auf der rechten Seite kannst du natürlich ganz normal umschalten, alle Funktionen einstellen. Ich bin da meistens auf dem Tab von den Sessions, dann sehe ich hier die Sessions ein bisschen und sehe auch hier unten diese Buttons vom Style Arranger. Genau, somit, wenn wir das alles eingestellt und zugewiesen haben, wie in den vorigen Videos gezeigt, bist du eigentlich spielbereit und kannst eigentlich loslegen. Wir haben hier den Style La Paloma angewählt und ich habe das Fußpedal dementsprechend einfach programmiert. Können wir ganz kurz durchgehen. Ich habe hier unten auf der Taste 4 ist der Start. Wenn ich da drauf drücke, startet der Style. Wenn ich nochmals drücke auf der Taste 4, ist praktisch Stopp der Style. Dann auf dem Pedal 3, da habe ich jetzt die Klänge von der Session, von der rechten Seite diskant, habe ich einmal hier die Gitarre, Konzertgitarre, wenn ich drauf drücke, habe ich so ein Musette-Akkordeon draufgelegt. Genau, und diese beiden habe ich belegt, das zeige ich da auch, ich starte mal den Style. Hier auf der Taste 2 ist ein Break drinnen, der angewählt wird, siehst du hier. Und auf der Taste 1, wenn ich drücke, schalten die Main-Teile durch, das machen wir jetzt auch mal. Jetzt schalten wir mal von A auf B, einfach aufs Fußpedal drücken, dann kommt der zweite, nochmal drücken, kommt der dritte. Wenn ich nochmal drücke, kommt dann die vierte Variation D. Wenn ich jetzt nochmal drücke, kommt wieder die erste und hier wieder unten einfach Stopp. Auf diesem Pedal, wie gesagt, da habe ich Expression, die Lautstärke ist für die rechte Seite, für die Instrumente oder für die Gitarre auch. Und wenn ich ganz runter gehe von diesem Gaspedal, dann schalte ich das Akkordeonmikrofon ein. Somit ist alles fertig und bei diesem Taster, den ich noch angesteckt habe, da habe ich praktisch den Hall drauf, den Effekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel singen würde, schalte ich hier den Hall ein und wenn ich Ansagen mache oder spreche, schalte ich hier einfach den Hall aus. Genau, somit ist das alles belegt. Und ich habe jetzt, wie im letzten Video gezeigt, mal die Songs da reingeklopft und alle zugewiesen, über 100 Lieder. Und es ist ein bisschen Arbeit, aber es
wird sich lohnen, weil umso freier bist du dann beim Spielen, weil jetzt brauchst du eigentlich nur noch durchgehen, kannst hier deine Songs oder Listen kannst du verschiedenartig sortieren, entweder nach Alphabet oder nach Genre, oder du kannst auch Setlisten machen. Das heißt, du könntest jetzt eine Setliste machen für die modernen Titel und eine für die volkstümlichen Titel. Oder kannst du auch eine Setliste machen für ein Abendprogramm, sodass du die Lieder nach der Reihe durchspielst, deinen 25 oder 30, je nachdem, was du brauchst. Also da hast du sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hier mit diesen Song- oder Text-Apps. Und somit bist du eigentlich sofort spielbereit, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Band lass dich hoch, tippe ich da drauf, Style ist angewählt, Session ist angewählt, ich kann sofort loslegen, sofort spielen. Genau, deine Instrumente einstellen, was weiß ich, alles was du hast. Lied ist fertig, hier unten wieder mit dem X schließen, nächste Lied aussuchen. Du kannst auch, es ist eine ganz tolle Suchfunktion drinnen, wenn du hier unten auf dieses Feld gehst, wo die Lupe drin ist, suchen wir jetzt zum Beispiel, was machen wir denn aber dich? Gibst du ein Stichwort ein oder fängst einfach an, dann siehst du eh oben schon, hier wird das angezeigt. Da einmal, zweimal drauf tippen, schon ist alles da und du kannst wieder losspielen. Jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe jetzt auch, du kannst ja alles verknüpfen. Ich habe jetzt auch bayerische, also volkstümliche Lieder verknüpft mit den Sessions, also ohne Style, weil ich ja keinen Style brauche. Kann dasselbe hier auch, wenn ich hier einfach eingebe, ja, jetzt wähle ich zum Beispiel an, auf der Autobahn, gehe da drauf, wird sofort die Session angewählt und ich kann auf der Autobahn spielen. Genau, also bin sofort, sofort spielbereit, habe auch noch etwas getestet, das möchte ich dir auch kurz zeigen. Und zwar habe ich mir so einen Apple Pencil geleistet und da kannst du dann auch hier bearbeiten, einfach da unten drauf gehen, zum Beispiel bei Notizen bearbeiten, da kannst du dann was reinschreiben, da habe ich dann die Tonarten reingeschrieben und da kannst du dann alles reinschreiben, was du willst in verschiedenen Farben, also kannst wirklich alles machen, natürlich auch wieder radieren und da ich ja ein schlechter Notenspieler bin, habe ich hier einfach die Tonarten, erster Teil G-Dur, zweiter D, das ist halt meine Art, reingeschrieben. Selbstverständlich kannst du auch einen Text reinschreiben, kannst du auch mit dem PC machen oder mit diesem Stift. Aber das ist ein ganz tolle, sage mal, tolles Werkzeug noch. Und dann kannst du natürlich auch selbstverständlich mit Noten oder Noten reinladen. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Zuckerl habe ich das gemacht. Das suchen wir jetzt mal, da gebe ich jetzt einfach Zuckerl ein. Erscheint hier oben einfach zweimal drauf tippen, schon ist es da. Session wird angewählt. Hier die Noten. Und kannst nach Noten spielen. Beim Notenprogramm, du kannst es auch auf zwei Seiten machen. Da kann man dann auch umblättern mit dem Fußpedal. Aber da gibt es dann ein eigenes Video zu den Fußpedalbelegungen, weil da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Das ist wieder was Separates. Aber du könntest das jetzt so machen. Wenn dir das zu klein ist, du kannst selbstverständlich auch das iPad drehen, im Hochformat spielen. Dann sind die Noten größer. Oder ein iPad Pro verwenden, wo generell, wie gesagt, eben das Display größer ist. Oder du kannst auch, wenn du alles zugewiesen hast, einfach das verbreitern, sodass du die volle Fläche für deine Noten oder Texte hast. Und im Hintergrund wird trotzdem das in der TurboSounds App angewählt. Aber jetzt sagt, das ist das Zuckerl für dich. Spiel das Lied fertig, fehlerfrei, wenn möglich. Genau, dann mache ich hier wieder zu und gehe dann auf das nächste. Gehe zum Beispiel jetzt, aber dich gibt es noch einmal für mich. Schon ist der Text da, es ist alles im Hintergrund da und ich kann dann loslegen. Also ist alles, so wie du das eingestellt hast, alles sofort da und du hast die volle Fläche dafür. Also ganz eine coole Sache. Selbstverständlich kannst du es dann wieder, du kannst es auch während dem Spielen, kann ich dir vielleicht auch zeigen, kann man das auch sogar ändern, falls du das mal brauchen würdest. Kannst du unter dem Spielen jetzt das wieder teilen, kannst die TurboSounds App nach links machen und die Texte nach rechts. Ganz egal, wie du das einfach
wie du das haben willst. Das ist eine geniale Sache, würde ich mal sagen. Und es ist zwar ein bisschen Arbeit, das einzustellen, aber es ist es allemal wert, weil so bist du nämlich wirklich mit einem Knopfdruck hast du alles parat und kannst dich wirklich stressfrei um deine spielerische Darbietung oder um dein Publikum oder für deinen Auftritt praktisch auf das Spielen konzentrieren. Genau, das ist mal wieder was Sensationelles. Und ich bin selbst so begeistert von dem Style Arrange und von der Turbo Sounds App und bin schon wieder dabei. Es gibt schon wieder weitere neue Features oder Funktionen, wie man auf Deutsch sagt, die das nochmals erleichtern. Aber das kommt in einer anderen Serie. Und die Zuweisungen von den Fußpedalen, das mache ich sehr separat in einem Video, weil das nämlich auch sehr viele Möglichkeiten gibt. Aber es ist für alles vorgesorgt. Somit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Alles easy, so long der Turbo Rainy.